Einen schönen guten Tag, liebe Jedi. Willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Wir sind wieder mit Cal Kestis und BD1 unterwegs. Da ist irgendwas in der Dunkelheit. Wieder so ein Viech. Okay. Wir sehen uns in zwei Teile gehäckselt. Sieh dir dieses Ding an. Reese wohnt wirklich an einem interessanten Ort. Vor allem in so einer idyllischen Gegend. Bis auf die Monster eigentlich ganz schön, ne? Kann man nicht anders sagen. Hier könnte ich mich auch niederlassen, ganz ehrlich. Okay, wie es aussieht, muss ich da hoch. Kann ich mich an den Wurzeln festhalten? Ja. Ja, scheiße. Seht euch diesen Ausblick an. Ist das ein riesiger Krater? Wow, ich habe es so schön. Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei. Jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Ob ich für meine überragende Arbeit wohl befördert werde? Dann lasse ich andere Druiden die Klippe bewachen. Oh, aber dann kann ich die Gegend nicht mehr genießen. Das ist schon ein Dilemma. Alter, wer hat diese geilen Monologe geschrieben? Dilemma gelöst. Das ist ja super. Alter, dieser Dialog, beziehungsweise Monolog von dem Kampfdruiden. Wahnsinn. Sehr schön. Das sind nette kleine Details, ich mag sowas. Dann hätte er dem Gespräch auch nicht lauschen müssen. Kein Meter, aber... Ich find's irgendwie sehr, sehr charming. Hier ist doch garantiert, was da steckt. Da ist es! Erledigt es! Oh. Neuer Tag und wieder ein Droide begraben oder angefallen oder weg. Der Weg ist der richtige. Was habe ich denn da gerade aktiviert? Ach, das war der Shortcut. Verstehe, okay, dann muss ich da nicht hin. Perfekt. Bestätigt. Oh, das ist so ein größerer, gepanzerter Druide. Befehle, das Biest töten. Erwartet. Eliminierung gleich. Unangemessener Angriff. Siegchancen erhöht. Ich denke, es steht fest, dass diese Droiden neue Meister haben. B2 Kampfdroide. Hm. Scheint so, als ob sie neue Meister haben, beziehungsweise die wurden wahrscheinlich entweder abgekauft von den Separatisten oder geklaut. Okay, da komme ich rüber. Da oben ist eine Kiste. Oh, shit. Das ist echt viel Teer. Ach, das ist Teer. Sei vorsichtig. Okay, die explodieren also. Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Das klingt nicht gut. Rollmine. Perfekt. So funktioniert das also. Auch wieder was Neues dazugelernt. Und ein Shortcut. Komme ich da rüber? Ich glaube, da muss ich ja sogar lang. Was mit ihm hier? Er ist ganz aufgebracht. Kann man dir helfen, Kleiner? Ein aufgelaufenes Schiff? Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Ich kann es nicht da rausholen, aber es ist so ein bisschen rot hervorgehoben. Das heißt, interagieren damit könnte ich zwar, aber ich kann es anscheinend nicht da rausholen. Zumindest aktuell noch nicht.
Bart? Wir haben doch schon einen Bart. Ja, okay, ist mehr so ein 3-Tage-Bart, aber es sah aus. Nicht wie ein Vollbart. Nicht so wie mein Rauschebart hier, aber. Ein bisschen mehr. Ich wusste gar nicht, dass man seinen Bart auch noch ändern kann in diesem Spiel. Das sind halt so nette kleine Details, aber. Oh ja. Ey, das Ding ist einfach da, dass es da ist. Da ist wieder die Möglichkeit zu meditieren. Ich finde es geil, dass man hier halt auch so eine krasse Weitsicht hat, dass man die Objekte von weitem schon so begutachten kann. Den ist zwar ein bisschen niedriger aufgelöst, damit die Grafikkarte nicht schmilzt, aber schon echt hübsch. Wir kommen definitiv näher. Ich glaube, ich sehe einen Ausgang gleich hinter der Kreatur dort. Bleiben wir in Bewegung. Wann lernen es diese Leute endlich? Sehen sie das große Ganze nicht? Negativ. Du siehst es auch nicht. Aber du bist ein Druide und musst es nicht. Ravis sieht es. Deshalb folge ich ihm. Folgen wir alle ihm. Er hat das Zeug zum Anführer. Und das werden diese Prospektoren nie haben. Am Ende werden sie es verstehen, falls noch welche von ihnen übrig sind. Du, bewach den Bereich und lass die Leiche liegen. Alle sollen sehen, was hier passiert ist. Verstehen werden sie es nicht. Bewache! Der ist jetzt so geroutet, dass er weggeht. Und jetzt kann ich den Druiden einfach von oben abmetzeln. Wer ein Outlast mitkriegt. Sie sollten nicht hier sein. Ich bin getroffen. Hat das weh getan? Du wirst mir meine Fragen. Nicht heute! Verdammt! Nein, wie? Soll ich sagen? Ich hab's halt drauf. Ich bin ein wahrer Jedi-Meister. Die Leiche? Oh. Echo wahrnehmen. Diese Raider sind eiskalte Killer. Ich keinen Punkt erhalten, oder? Da drüben können wir meditieren. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ey. Zack. Ja, ich habe halt leider nur einen Punkt. Aber irgendwas leisten würde ich schon gerne. Benebelter Geist verlängert die Zeit an den Gegnern. Zu so ziehen. Was ist das? Das kostet mich nur einen Punkt. Ah, verlängert die Dauer von Verlangsamen bei Gegnern. Das wäre auch interessant. Kanalisierte Energie. Karl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner regeneriert, der ebenfalls macht. Das klingt nach einer richtig geilen Fähigkeit, die nehme ich. Kanalisierte Energie. Okay, nice. Benutze Schnellreise, um zwischen zwei Meditationspunkten auf dem aktuellen Planeten zu reisen. Ja, das dachte ich mir schon, dass das geht. So, die sind auch wieder da, natürlich. Da muss ich ja rein theoretisch nicht mehr hin. Hier scheint es noch was zu geben. Gucken wir mal. Was bist du? Shit. Ah, Kacke. BD, ich brauch Hilfe! Ah!
scannen. Ein Toroko. Das hier war ein Zuhause, bevor sie durch die Zivilisation verscheucht wurden. Ah, der hat hier gelebt und wir haben ihn einfach eiskalt ermordet. Aber er hat hier was bewacht. Das steigert unsere Macht. Hey, Gesundheitsessenz erhalten. Maximale Gesundheit erhöht. Ah, da sehen wir, so ein kleiner Zipfel mehr. Gut, es hat sich gelohnt, gegen ihn zu kämpfen, beziehungsweise hier lang zu gehen. Diese Brücke, wie die hier rumhangelt, Alter. Wir müssen nur hier durchkommen. Reese wird überrascht sein, uns zu sehen, was? Ich sollte nochmal meine Heilung regenerieren, das mache ich mal einfach schnell. Ausruhen. Dann habe ich wieder 3 Heilungen. Okay, ich bin bereit. Da kann man runter, da ist was. Da ist eine Kiste. Kann ich auch so da runter? Geht das? Hier so einfach? Oder bleib ich da? Nee. Interagieren. Schön. Körper. Schrottplatz. Wechsel mal auf einen Schwerterkampfstil. Na nie. Da war noch was. Scan. Ach, das Ding. Zerstörter Damm. Einfach eiskalt ermordet. Kerl ist schon so ein eiskalter Killer. Geht er einfach auf irgendwelche Planeten und tötet dort die lebende Fauna. Einfach weil er es kann. Wow. Blockt. Echo wahrnehmen. Eine weitere Leiche. Nein! Nein! Wer sind die Prospectors oder so? Prospector. Das war knapp. Ich hab gedacht, der stößt mich hier runter. Ist noch was. Die Gegend absuchen lohnt sich immer. Es ist, glaube ich, jetzt. Ist es ein Open-World-Spiel? Ich weiß gerade gar nicht. Fähigkeitenpunkt erhalten. Ich glaube, es ist schon so semi-Open-World. Also auf dem Planeten können wir uns schon ein bisschen umgucken. Ich glaube aber mit Einschränkungen. Also wir können nicht überall hin. Abkürzung freigeschaltet. Super. Mal, wer da kommt. Hallo, die Herren. Angriff aufsetzen. Nimm das. Aua. Killing Moves sehen immer so großartig aus. Fantastisch. Okay, jetzt bin ich hier runtergekommen. Die Frage ist, wie komme ich hoch? Ich glaube, ich kann hier nicht da klettern. Nee. Sieht nicht danach aus, als könnte ich da hochklettern. Aber irgendwie muss man ja wieder hier hochkommen. Weil er hält sich auch nicht an der Wand fest, also ein Wandsprung geht auch nicht.
nicht Think. Doch, da, die Pflanzen. Da, diese... diese Ranken da. Die kann ich nehmen. Die hier. Okay. Jetzt können wir hier lang. Hier können wir auch noch lang. Ich gehe immer direkt in Abwehrhaltung. Da so ein Vieh rausspringt. Warum ist PD1 runtergesprungen? Hat er was entdeckt? Ach hier, die Werkbank. Zeit für ein Upgrade. Wie sieht denn Schrottplatz aus? Zusammenbau. Hat was, ja. Körper Schrottplatz ausrüsten. Eine. Das wird reichen. Ja. Guten Tag. Ich hoffe, Sie sind okay. Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Was machen die Raider hier? Dasselbe wie immer. Sie terrorisieren und bestehlen Leute wie uns, die versuchen, auf diesem Felsen zu überleben. Sie haben an der alten Grabungsstätte rumgeschnüffelt. Hoffentlich werden sie von den Rollerminen in Stücke gesprengt. Ja, und hoffentlich jagen sie uns nicht in die Luft. Hier ist es für dich zu gefährlich. Du solltest gehen. Das werde ich, sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. Okay, das heißt, wir müssen uns um die Raider kümmern, beziehungsweise um sein Problem, damit er fliehen kann. Die Plattform ist wohl nicht hier. Wie komme ich denn da hoch? Das ist ja die eigentliche Frage. Warte mal. Ja, von hier aus geht das nicht, von hier unten. Es muss einen anderen Weg darüber geben. Diese Blasterspuren sind chaotisch. Glückstreffer. Toter Bedlam Raider. Oh. Frechheit, da drüben liegt was. Sieh dir das an, BD. Das leuchtet. Meine Macht ist nicht groß genug, um das zu zerstören. Ich bin leider kein Anakin Skywalker. So viel Macht besitzen wir nicht. Gib mir einen BD! Guck mal, das leuchtet auch. Also wir können es garantiert irgendwie zerstören, nur aktuell funktioniert es halt noch nicht. Geht der etwa auch nicht? Die Steuerung muss woanders sein. Hm, okay. Ich drück doch. Mein Gott. Diese Viecher, ey. Wie grob. Helle Metalle, Waffenmaterial. Ja.
Diese alten Dämme halten kaum noch zusammen. Einsturzgefährdete Dammmauer. Okay, dann muss es also einen Weg geben. Hast du was? Dampflussrohre. Das Zeug fließt da runter. Wahrscheinlich. Wird dann von dort aus abgepumpt. Das ist ein bisschen zu hoch, da komme ich nicht lang. Okay, so wie es aussieht, muss ich von Plattform zu Plattform. Bitte lass mich gehen. Wir schürfen nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Oh nein. Gib Meldung. Wieder eine erledigt. Ravis wird das wissen wollen. Roger, Roger. Gib dir Mühe, Jedi. Kämpfe mit... Er hat ihn nicht mehr aussprechen lassen, so schnell war er schon tot. Okay, sieht so aus, als müsste ich hier auch über die Plattform dann weiter nach oben. Ich glaube, wir brauchen auch die Rollminen, um die, Es könnten noch mehr von denen. Um die Teer... Oh, dann habe um die Teerlache anzuheben. Jedi, ich werde euch fangen. Oh oh. Wogegen muss ich sie schleudern am besten? Eigentlich da hinten. Dagegen. Weil hier ist nichts, was man zerstören könnte. Du! Ich bin nur ein... Eindringling! Knallt ihn ab! Was bist du? Versteck! Ich bin befähigt! Er ist stark. Aber ich bin stärker. Kommando-Droide, die habe ich nicht vermisst. Können wir den scannen? Kommando-Droide? Ja, scannen. BX-Droide. Ein weitläufiges Tunnelsystem. Oh je. Was haben wir denn hier? Hat sich da etwa ein Jedi in meinen Bauch verirrt? Vielleicht sollten wir mit dem Prospektieren anfangen, was, BD? Was machst du hier? Die ist von der anderen Seite verschlossen. Ich behalte alles im Auge. Ich halte Wache. Was für ein Glück für dich, nicht wahr? Ja, genau. Ich nehme an, du bist hier, um die Gegend zu erkunden, was? Auf der Suche nach Schätzen oder Ruhm? Du hast Glück. Vielleicht befindet sich direkt vor dir etwas Wertvolles. Keine Ahnung, was er damit sagen möchte, aber... Ich habe hier zumindest was Wertvolles. Eloxierte Metalle. Das Ding hier. Ich kann damit nicht interagieren, leider.
Das können wir nicht hacken. What? Aber warum nicht? Das ist frech. Kann jede Kiste öffnen, nur die nicht. Hm. Vielleicht braucht PD ein Upgrade, das könnte vielleicht auch sein. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt bald. Hier geht's runter. Wait. Oh. Oh shit, ich bin gleich tot. Die haben den Dark Souls Move gemacht. Also den From Software Move. Ich bin verletzt. Die haben den From Software Move gemacht, indem sie den Gegner platziert haben hinter einem Objekt. So dass man ihn nicht sehen kann. Das ist frech. Jacke. Taktisch. Aber Kleidung anziehen, dafür muss ich nicht unbedingt in ein Dings. Ein spezielles Areal. Nehme ich mal. Frisur. Überlebender. Frisuren habe ich leider keine anderen. Oh, der Bart. Bisschen mehr, aber kurzer Bart. Rasiert. Das heißt doch nicht rasiert. Rasiert heißt keine. Oh, das ist rasiert. Doppeln. So sieht er aus wie vorher. Sein Bart macht ihn schon älter. Kurzer Bart. Jacke. Hemd, Hose. Fähigkeiten, Kampfstile. Datenbank. Fischer Leitfaden. Okay. Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Die Dinger haben Sinn. Das werde Licht. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Mist. Bau noch mal einen. Gar nicht so einfach, mit denen zu zielen. Jawohl. Das könnte nützlich sein. Ich muss noch eine schaffen, hier hinzubringen. Ich glaube aber, die Bombe explodiert vorher. Was war denn noch, was zerstört werden kann? Hier unten irgendwo, ne? Hier unten gab es irgendwas. Hinweis fragen. Wir müssen diesen Teer überwinden. BD, bringt dieser Damm dich vielleicht auf irgendeine Idee? Da drüben bräuchte ich eine Bombe. Aber die gehen halt schnell hoch. Es sei denn, ich kann... Ich teste es mal aus. Hier in der Nähe ist ja direkt eine Möglichkeit zum Speichern. Okay. Ich brauche Hilfe. Gute Aktion, BD. Das heißt, ich brauche eine Bombenquelle in der Nähe, ansonsten funktioniert das nicht. Ich werde mir übrigens keine Fähigkeit holen gerade, beziehungsweise keine Fähigkeit holen, weil ich will gerne auf 2 Fertigkeitspunkte, damit ich mir Leben kaufen kann. Ich möchte gerne das nächste Lebensupgrade. So, wohin ich als nächstes möchte, ist wieder hoch, weil da konnte man sich noch umsehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das hier zu zerstören, damit es ansteigt.
Vielleicht haben wir die hier oben eine Möglichkeit, beziehungsweise kommt ein neuer Android oder so. Zack. Das wirst du so schnell nicht vergessen. Oh. Ist halt so geil, dass man mit der Macht die Gegner aber wegstoßen kann. Da kommen zwar welche raus, aber die sind einfach nur da, um mich zu ärgern. Aber durch diesen Schlamm hier komme ich nicht. Ist, glaube ich, zu tief, dann bin ich tot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Wie geht's weiter? Hup, 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 hup. Kann ich dadurch irgendwas erkennen? Hauptziel. Vielleicht kann ich noch weiter hochklettern. Das wäre noch eine Idee. Das könnte ich nur versuchen, weil ich weiß gerade aktuell nicht mehr, wie es weitergeht. Kann ich nicht hoch. Ist zu hoch. Wenn ich hier reinfalle, bin ich tot. Glaube ich. Ich probier's mal aus. Wir senken. Nee. Nichts wie weg hier. Darf ich es da hoch zu klettern jetzt? Ja. Okay. Man schafft's gerade so. Das ist wirklich nicht angenehm. Mal sehen, was hier drüben ist. Okay, hier ist noch was versteckt. Fukuhila. Okay, den gibt's auch hier im Spiel. Nice. Aber ich glaube, hier ist sonst gar nichts mehr. Okay, das heißt, ich komme hier halt auch erstmal nicht weiter. Zieht mich runter. Zieht mich runter. Komm schon. Raus hier. Jawohl. Ach natürlich, ich kann mit dem Ding auch rennen in der Hand, oder? Weil dann könnte ich versuchen, mit der Bombe hier rüber zu rennen. Ich glaube, das ist the way to go. Ich muss sie auch erstmal locken, ne? Ich muss mir hinterherfahren. Natürlich, sie rollt, ey. Ich Vollidiot. Klar. Jetzt haben wir es geschafft. So, das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Dann kann ich aber noch den anderen Eingang öffnen. Den anderen Eingang meine ich hier unten. Das Ding verfolgt mich ja jetzt eh. Wo ist das Ding? Ist das... Ich glaube, das ist ein bisschen weit, oder? Aber rein theoretisch, wenn ich ihn höher werfe, dürfte ich es schaffen. Das ist nochmal, ich habe vergessen, dass es dein Gegner ist. Das hat mich gerade so ein bisschen abgelenkt. Wir versuchen das Ganze nochmal. So, komm mit. Weil auf die andere Seite kann das Ding ja nicht. Das heißt, ich muss es von hier aus probieren. Ich glaube, das ist zu weit. Oh, warte mal. Ich muss es mit der Macht wegstoßen. Das heißt, ich muss
gedrückt halten, damit ich das Ding vor mir habe und dann mit dem anderen... Okay. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Beziehungsweise ich teste das mal. Lohnte gerochen. Es könnte klappen, ja. Der Winkel hat nicht gestimmt, aber an sich ist es machbar. Gut. Ich mach das mal fix offscreen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bin den falschen Weg gegangen. Ich glaube, von hier aus funktioniert das besser, oder? Ich würde sagen, ja. Okay, das hat wieder nicht gestimmt, der Winkel. Ah. Aber ja, man muss mit dem Ding hier hochrollen. Ich glaube, das macht mit am meisten Sinn. Weil dann ist man am nächsten. Ich wollte das gerne noch geöffnet haben heute. Winkel hat das nicht gestimmt. Geht doch. Was machen wir hier? Wache stehen. Das ist langweilig. Wann ist hier endlich mal was los? Ich will ein paar Aufständische erledigen. Unser Befehl lautet Wache halten, nicht jagen. Komm schon, langweilst du dich etwa gar nicht? Bam. Oh shit, der macht einen Dropkick. Ich brauch Hilfe. Das bringt nichts. Oh, wo ist der denn jetzt her? Fauna will mich umbringen. Hilfst du mir mal bitte? Man nimmt in diesem Spiel echt sau viel Schaden. Das ist immer noch wie im Vorgänger. Also der Schadensabbruch von den Gegnern ist übelst. Ja. Und die Gegner sind fieser platziert als im Vorgänger. Scannen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Dafür hätte ich die Bombe gebraucht, ne? Scheiße. Ah. Maximale Macht erhöht. Wunderbar. Abkürzung freigeschaltet. Okay, jetzt habe ich aber eine Idee, wie wir das Tor öffnen. Hear me out. Wir lassen die Gegner respawnen. Ich muss mich konzentrieren. Und dann können wir eine Bombe nehmen. So, warte. Ich habe natürlich vergessen, mich auszuruhen. So. Dann lassen wir die Gegner respawnen und da oben erscheinen dann die Bomben wieder. Dann nehme ich mir eine Bombe, um die Tür zu zerstören. Der Shortcut ist ja jetzt freigeschaltet und jetzt können wir wieder hoch einfach die Druiden platt machen. So. Die Druiden sind nicht mehr da, komischerweise. Aber die Bomben sind noch da, oder nicht?
scannen. Der gelebt hat, ist längst weg. Was hat er wohl gemacht? Okay, anscheinend kommen die nicht wieder. Schade. Da drüben ist nämlich was, das will ich haben, aber ich komme nicht auf die andere Seite. Warum sind die nicht gerespawnt? Ich hab gedacht, die Gegner respawnen immer. Oh, guck mal hier. Kein schlechter Fund. Hätte ich jetzt übersehen, wäre ich nicht nochmal hergegangen. Nee, aber ich habe keine Ahnung, warum diese Gegner hier nicht respawnen. Scheiße. Kriegt die Tür, glaube ich, ohne eine Bombe nicht auf. Nein. Aber es muss ja nicht unbedingt heißen, dass die durch eine Bombe geöffnet werden kann. Andererseits, hier ist so ein Riss. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es passiert. Aber eine Bombe mit hier hinzulocken. Spätestens, wenn ich mit dem Aufzug hier hochfahre. Ich glaube, das Timing passt halt einfach nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich versuch's mal. Macht es fix offscreen und dann sage ich euch, ob es klappt. Ich hab's Ding dagegen geworfen. Ihr seht's hier. Klappt nicht. Ich muss es irgendwie anders schaffen, darüber zu kommen. Vielleicht brauche ich eine neue Fähigkeit oder irgendwas anderes. Aber ich wollte zum Ende der Folge gerne noch, dass wir zum eigentlichen Ziel kommen und wir gehen jetzt auf die andere Seite. Immer noch nicht toll. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Oh, Teergrube, fantastisch. Aufpassen, wen du scannst. Komm her. Ich hätte dich in diesem Ratanes lassen sollen. Datenbankcharaktere, furchtlos. Der extrem neugierige und furchtlose BD1 kennt alles, was sich ihm nähert, wahrscheinlich. Panzer Toronto. Okay, damit kann ich leider auch noch nicht interagieren. Oh, aber hier mit der Plattform können wir weiter. Zwei fliegen mit einer Klappe. Er lebt noch. Und eine Rakete. Nicht gut. Wir haben auch keine Mädchen mehr. Hallo. Feindkontakt bestätigt. Sie sind bedeutungslos. Das nicht durch. Was geht mit dem Gegner da rechts ab? Seht ihr das? Können wir die Bombe krallen? Bam. In meinem Visier. Stehen Sie doch still. Ein jämmerlicher Versuch. So smart habe ich mir die Gegner jetzt vom Hals gehalten. Ich sehe dich, Leiter.
Erledigt. Okay, über die Mauer muss ich dann rüber. Und da ist noch irgendwas, oder? Ich kletter da nochmal hoch. Um mal zu gucken. Aber ich glaube nicht. Ach, da drüben ist was. Da ist ein Wesen. Habe ich das so? Nee, das reicht immer noch nicht. Ah, mit dem Seil mit BD1 hier hoch. Wie komme ich darüber zu diesem Wesen? Weiß ich noch nicht. Weil hier drauf springen ist ja nicht das Thema. Aber darüber zu diesem Vieh kommen. Okay. Jawohl. Kopf, Schrottplatz. Ach nein, das ist ein Seil. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ist das? Ist es. Borglinge. Ihr seid okay, weit da kann weg man nicht. Bogano. Da kann man nicht rein. Ein Bockling. Aus Bogano, das heißt aus dem ersten Teil noch. Goh, sind sie nicht lieb. Schön. Okay, ja, wir sind schon bei 48 Minuten, wir sind schon ein bisschen mehr über der Zeit, als ich dachte, aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss, aber keine Sorge, es geht dann weiter in der nächsten Folge von Star Wars Jedi Survivor, dann werden wir uns hier weiterhin auf den Weg machen zu unserem guten Freund, dessen Namen ich leider vergessen habe. Aber es geht prinzipiell darum, die Mantis wieder in Schuss zu kriegen, dass wir dann unsere Reise fortsetzen können und dann vielleicht versammeln wir unsere alte Crew wieder mal, sehen, was passieren wird. Bin schon sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Dann sehen wir uns wieder das nächste Mal hoffentlich bei Star Wars Jedi Survivor. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.